Im Februar 2014 bin ich dann auf der Arbeit umgekippt, mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen und war auf Intensivstation, mein Puls, Blutdruck hoch. Die Ärzte haben gesagt, wir wissen gar nicht, was los ist, ja. Aber es war so und mir war dann klar, jetzt musst du was anderes verändern schon mal, ja. Also wenn ich mal so zurückgehe, den Film mal so ein bisschen zurücklaufen lasse, ist natürlich heute mit einem großen Abstand, kann man vieles anders sehen. Und ich kann sagen, es hat eigentlich vor 10, 11, 12 Jahren angefangen, wo es mich immer mehr belastet hat. Ich habe es auch gar nicht gemerkt, weil ich nicht auf die Symptome in meinem Körper gehört habe. Wie gesagt, 2010 war das mit dem Arbeiten, hat viel gearbeitet, ja, aber der Fokus auf der Arbeit sehr, sehr stark, Familie auch weniger. Eigentlich auch schade, dass man da sich in das Arbeiten so rein versunken ist. Und dann so peu à peu mit den Krankheiten, die man angesammelt hat, ja, vor 10, 11 Jahren, gab es schon mal einen harten Punkt für mich. Da hatte ich eine Herzmuskelentzündung. Und ich glaube, das war ein Erlebnis, was ich sehr schnell auch wieder weggedrückt habe. Habe gesagt, naja, gut, das ist ein Herzmuskel, der ist jetzt kaputt, ja, das wird auch nicht mehr heilen. Habe ich aber total ignoriert. War im Krankenhaus, habe das gemacht, im Krankenhaus schon wieder gearbeitet, Laptop aufgeklappt. Habe gesagt, das geht schon irgendwie. Wir sind ja stark, die Männer, also ziehen es durch jetzt. Und war dann wirklich, ja, für mich auch wieder mehr oder weniger geheilt nach einem halben Jahr. Habe gesagt, das ist jetzt ein Thema. Das würde ich dein Leben begleiten, aber habe es gar nicht wahrnehmen wollen. Ja. Also war eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag. Ich bin auf die Arbeit gefahren damals, im Februar 2014. War eigentlich nicht irgendwie, dass ich irgendwie mich nicht gut gefühlt habe, ja. Oder vielleicht noch nicht gemerkt habe, dass ich mich schlecht fühle. Also die Wahrnehmung, Körperwahrnehmung war nicht so gut damals. Das habe ich heute eine ganz, ganz andere. Es war dann so, dass ich auf Arbeit war, schreiend am Schreibtisch gestanden habe und eigentlich umgekippt bin, mit dem Kopf auf die Platte gedonnert bin. Und bin dann umgefallen und bin natürlich dann wieder aufgewacht, mir war schwindelig. Eine Kollegin kam rein und hat gesagt, oh, so blass habe ich dich noch nie gesehen. Ich fühle mich auch ganz bescheiden, ja, und dann haben die den Rettungswagen geholt und ich bin dann in so einen Sitz geschnallt worden, weil es im zweiten Geschoss war und es war schon ein sehr merkwürdiges Gefühl, sich so hilflos in so einen Stuhl zu setzen und sich aus dem Gebäude raustragen zu lassen. Also es war schon so, war man schon sehr demütig da drin gesessen zu sagen, oh, das ist jetzt ein Punkt, was ist jetzt mit dir los, ja. Das war schon sehr, also ein sehr tiefer Fall, im wahrsten Sinne des Wortes umgefallen und konnte nicht mehr allein aufstehen. Ja, da merkt man halt, dass der Körper dann zum Glück die Notbremse zieht. Ja. Also ich muss sagen, ich habe echt noch Glück gehabt in dieser ganzen Situation. Das hätte auch anders ausgehen können. Mit der vorherigen Herzmuskelentzündung, die ich hatte, das hätte auch ein Herzinfarkt sein können, wo ich auch zuerst untersucht worden bin. Aber dann in der Zeit danach im Krankenhaus habe ich mich so langsam gemerkt, irgendwas muss verändert werden. Ja, irgendwas muss verändert werden. Und ich wusste nicht was, aber ich glaube, das geht vielen so, ja, die dann im Leben sind und sagen, das Leben rennt. Ja, man rennt da mit diesem Leben mit und ist aktiv und weiß aber gar nicht, ob das einem gut tut. Ja, das gespürt zu haben, was tut einem gut. Zweimal eigentlich einen Job gewechselt, weil ich wusste, ich will was verändern. Ich habe aber am falschen Stellrad gedreht, weil die Jobs waren dann immer wieder mit so viel Arbeit versehen. Ich habe gesagt, ja, ich möchte es ein bisschen leichter haben. Habe mir dann wieder Jobs gesucht, die dann doch sich theoretisch leichter angefühlt haben, aber doch nicht wirklich leichter waren. Ja. Also da ist es vielleicht auch sinnvoll, dass unsere Medizin eben nicht nur biologische, psychologische, soziale Komponenten hat, sondern da ist eine typische geschlechtsspezifische Komponente auch zu sehen,
er beschreibt das auf eine, sagen wir mal, männertypische Art eben. Der Körper ist auch ein Funktionsmodus, ne? Also da ist der Herzmuskel entzündet und dann muss man halt mal ein bisschen runterfahren, aber klappt den Laptop im Krankenbett auf und dann meint man, es geht gerade so weiter, ne? Das sind äußere Veränderungen. Also die Idee ist, ich muss was anderes machen, dann wird's schon besser. Und das, die Lernaufgabe bestünde darin, überhaupt zu spüren, also die Wahrnehmung. Und da ist, da gibt es, glaube ich, tatsächlich auch natürlich wissenschaftlich unterlegte Geschlechtsunterschiede, dass es für Männer wichtig sein kann, überhaupt mal zu spüren und dieses Spüren auszuhalten, nicht wegzutrinken, wegzulaufen oder was auch immer. In seinem Fall ist es sehr schön zu sehen, dass erst diese Mustererkennung und Musterunterbrechung tatsächlich Abhilfe geschaffen haben und nicht die äußere Veränderung. Ich hatte einen Job, wo ich knapp dran war, wieder zuzusagen. Genau den, also eine andere Firma, aber eigentlich einen ähnlichen Job, weil ich weiß, ich konnte es. Das habe ich jahrelang gemacht. Ja, die Versuchung war sehr groß. Und da hatte ich ein Symptom. Da bin ich von dem Vorstellungsgespräch nach Hause gefahren und bin auf den Parkplatz gegangen, weil mir so schlecht war. Und da musste ich mich übergeben. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist vielleicht ein Körpersignal, auf das man mal hören sollte. Und habe dann im Nachhinein, am nächsten Tag, diese Arbeitsstelle abgesagt und habe gesagt, ich will einen anderen Weg gehen. Ich weiß nicht genau was, ich weiß nicht genau wohin, ich weiß nicht genau, was ich machen kann, was für Fähigkeiten ich habe. Da ist man natürlich auch motivationstechnisch sehr, 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 sehr tief. Aber ich wusste, dass so willst du es nicht mehr haben. Das hast du 20 Jahre praktiziert, da möchtest du nicht nur hinkommen, du möchtest anders leben. Ja. Und habe mich dann wirklich nachher auf die Reha gefreut. Ja. Es war, am Anfang wollte ich da nicht hin. Meine Partnerin damals hat mir da weitergeholfen, hat auch Druck gemacht. Und ich bin dann dahin und habe gesagt, okay, ich mache das mal. Ja, und habe dann versucht, mir einen schönen Ort rauszusuchen. Und dann hat aber die Rentenversicherung mich dahin geschickt, wo ich heute heilfroh bin, dass ich da nicht so viel Ablenkung hatte, sondern dass da in Bad Dürrheim in der Reha-Klinik wenig Ablenkung war und viel Natur und dass das eigentlich mein Ding war. Und bin froh, dass ich dahin gekommen bin. Ja, und das war für mich, ich sage es immer wieder, das war ein Neustart. Ja, und deswegen ist es, sage ich es auch, es ist eine Chance, so ein Burnout zu haben. Man muss es nicht haben. Man kann vorher natürlich sich helfen lassen und vorher schon ein bisschen achtsamer mit sich umgehen. Aber wenn es dann soweit ist und man hat, wollte ich halt das Beste draus machen und habe auch für mich heute ganz viele positive Dinge daraus gezogen. Das ist tatsächlich so, dass Krisen Chancen sind. Und wenn ein Mensch in der Lage ist oder die Hilfe bekommt, diese Krise als Chance zu nutzen, dann kann es tatsächlich solche ja, Umorganisationen geben. Aber das möchte ich nicht so leichtfertig daher sagen. Es gibt einfach genug Menschen, die eben Krisen nicht als Chancen verwerten können. Aber in der Tat, diejenigen, die zum Beispiel durch eine Erschöpfung, durch starke Verluste, durch chronische Konflikte oder traumatische Erfahrungen in ja, solche Zustände von Depressionen, Antriebsstörungen, Sinnlosigkeitsgefühlen, Einsamkeit geraten sind, mit den Menschen herauszuarbeiten, dass auch diese Unterbrechung ne, von so einem Hamsterrad eine Chance darstellt und nicht den Weltuntergang. Das ist nicht selbstverständlich, deswegen möchte ich es nicht leicht daher sagen, aber für diejenigen, die daraus gestärkt hervorgehen, die erleben das, beschreiben das auch im Nachhinein so als tatsächlich eine Chance, als eine Neustartchance. Aber das ist auch harte Arbeit. Also das ist ihm nicht zugeflogen, es fliegt niemandem zu, sondern es ist hart erarbeitet und es gibt auch keine Erfolgsgarantie. Ich habe manchmal auf dem Pferd gesessen, auf dem ich gar nicht reiten wollte. Ja. Und die Richtung war auch unbekannt. Ja. Ich habe entschieden, ich reite, aber sitze auf dem Pferd, auf dem ich gar nicht reiten will. Ja. Und heute gucke ich halt hin, versuche ich bewusste Entscheidungen zu treffen und sagen, das, was ich mache, mache ich bewusst oder das mache ich gerne. Oder das,
Aber nicht mehr zu sagen, ich sitze jetzt hier in der Arbeit auf dem Pferd, das ist gar nicht meins. Das will ich gar nicht. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we